Hallo und herzlich willkommen in meinem selbstgeschaufelten Grab. Ich bin Mieke und habe vor 2 Monaten meine Wände und meine Decken komplett braun gestrichen. Warum ich auf diese Idee gekommen bin, keiner weiß es. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen blöd. Aber sind wir mal ehrlich, ich kann das nicht alles nochmal überstreichen. Da bleibt mir natürlich nur noch eine Möglichkeit, umziehen. Und das machen wir jetzt. Ich habe mich ein wenig vergrößert, denn ich habe mir ein Atelier angemietet. Warum habe ich das gemacht, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ich fabriziere ab jetzt hauptberuflich kreativen Müll. Anders kann man das nicht nennen. Und wenn man das alles von zu Hause macht, dann hat man immer überall Müll rumliegen. Und es ist einfach unordentlich und es ist einfach unstrukturiert. Man wird irgendwie völlig bescheuert im Kopf, weil man irgendwie auch nicht mehr das Haus verlässt. Dementsprechend kann ich mich jetzt hier kreativ ausleben. Es geht keinem auf den Sack. Und ich hoffe, ich gehe mir dadurch selber auch nicht mehr richtig auf den Sack. Ich werde jetzt nach und nach hier einziehen. Und ich zeige euch jetzt schon mal, was hier so drin ist und was die Vision dieses Raumes ist. Das erste Möbel, was ich für mein Atelier gekauft hatte, ist dieser Tisch hier. Den habe ich secondhand gekauft und der war in so einer dunklen Farbe lasiert. Und weil ich den Tisch in dieser Farbe halt doof fand, habe ich den innerhalb von 2 Wochen jeden Tag 6 Stunden geschliffen.